Servus Leute, willkommen zurück zu Danganronpa 2, Goodbye Despair mit Ozuma. Hi. Ja, Sentimentalitäten, weil, ja, klingt zwar blöd, aber ich gucke gern so sentimentale Animes, sowas wie Nisekoi oder, wobei das ja nicht so sentimental ist, aber geht mehr so in die Richtung, oder sowas wie Clannad oder solche Sachen eben, weißt ja. So, wenn wir das tun, dann können wir hier raus, nicht wahr? However, if you graduate from here, your school memories will never return. Wie dem auch sei, wenn ihr von hier abschließt, dann werden eure Schulerinnerungen niemals zurückkommen. Ich würde sofort drücken, ohne Probleme. Also, damit könnt ihr mir am wenigsten drohen. Lieblingswort. Wenn ihr abschließen wollt, dann werden die Beobachter entscheiden, und der Oberbeobachter entscheidet, dass es keine Probleme gibt. Dann werdet ihr das Hoffnungswiederherstellungsprogramm abschließen und euer Avatar wird wieder hochgeladen in euren echten Körper. Hochgeladen? Das bedeutet, wenn unsere Avatar-Erinnerungen in unsere Körper hochgeladen werden, dann werden wir gezwungenermaßen alle unsere vergangenen Ichs gelöscht. Glaube ich zumindest. Possibly erased. Ja. Also die Vergangenheit eines jeden Einzelnen hier. Deswegen wird es das Hoffnungsrestaurationsprogramm genannt. Also das ist das Neo-Welt-Programm. Hey, was ist mit den Leuten, deren Avatar gestorben sind? Ein Avatar wird benötigt, um ihn wieder hochzuladen, wenn er gelöscht wurde. Also, wenn ein Avatar benötigt wird, um ihn wieder hochgeladen zu werden, gelöscht wurde, dann gibt's nichts, was wir tun können. So you're saying they'll never wake up. Du willst also sagen, sie werden niemals aufwachen? Gott verdammt! Gottverdammte Scheiße! Ja, noch näher! Danke. Bitte schaut euch... Bilderbuch hätte ich fast gesagt, aber... Ist kein Bilderbuch, das ist Aufklappbuch. Bitte schaut euch dieses Daumenkino für eine kurze Zusammenfassung eurer Optionen an. Kommt ihr mit deinem Daumenkino an? Wenn ihr abschließen wählt, dann werden eure Ingame-Erinnerungen in eure Körper transferiert, aber eure Schulerinnerungen werden für immer weg sein. Keep memory of game? Still dead in real life. Achso, Moment. Die Kerle, die gestorben sind, sind in echt auch gestorben. Die überleben, behalten die Erinnerung an dem Spiel, aber ja, die eben gestorben sind im Spiel, sind auch im wahren Leben dann tot. Unglücklicherweise, die Menschen, die bereits gestorben sind, werden nicht mehr aufwachen. Just a thought. What will happen if we do not choose to graduate? Wie ich gedacht habe. Was wird passieren? Nur so ein Gedanke. Also nur so ein Gedanke. Was würde passieren, wenn wir nicht auf Abschließen drücken? Werdet ihr euer Leben auf der tropische, ja, euer tropisches Leben fortsetzen? Hey, warum fragst du sowas überhaupt? Well, even if we wake up in the real world, we are all rather messed up, right? Nun, wenn selbst wenn wir in der wirklichen Welt aufwachen, dann sind wir messed up, komplett kaputt oder so. Also total im Eimer. If that is the case, then maybe staying on this island is. Wenn das der Fall ist, dann vielleicht, wenn wir hier auf der Insel bleiben. What are you saying? Was sagst du da? Haben wir nicht so hart gearbeitet, nur um überhaupt bis hierher zu entkommen? Ihr müsst euch nicht dazu zwingen, zu eurer schmerzhaften Realität zurückzukommen.
Spielt einfach das Spiel für immer und immer. Ja. Auf immer und ewig. Ja, genau. Ja, das bringt ja sowieso nichts, weil Ibuki und Pekko und Nekomaru und die anderen, die kommen dann trotzdem nicht wieder. Sei doch nicht lächerlich. Wenn ich hier noch länger in dieser verdrehten Welt bleiben würde, dann drehe ich noch durch. Aber trotzdem, ist es wirklich okay, die anderen noch zu opfern, nur um uns selbst zu retten? Du fragst das jetzt? Wenn wir hier nicht rauskommen, dann wofür war denn das alles, was wir bisher gemacht haben? Du hast recht. Wir haben es bis jetzt so sehr versucht zu entkommen. Und jetzt sind wir so weit, dass wir... Was? Überleben. Achso, wir haben versucht... Wir haben versucht zu überleben, zu entkommen und jetzt, wo wir endlich die Chance dazu haben, diesen Ort zu verlassen. Wenn wir jetzt, ne, jetzt nicht rauskommen, dann waren alle Tode, die wir ja bis jetzt erleiden mussten, umsonst. Also, die wir mitbekommen haben. Ich weiß das aber. Irgendwas stimmt nicht. Warum versucht Monokuma uns nicht aufzuhalten? Bleibt er ruhig und überblickt uns, ob wir aus dieser Welt raus wollen? Das war ein falscher Satz, oder? Will er einfach nur ruhig bleiben und drüber hinwegsehen, dass wir einfach aus dieser Welt rauskommen? Okay. Dann alles, was Monokuma bis jetzt getan hat, wäre... Ja, pointless, also wer umsonst? Nicht nur das. Ist es wirklich okay für uns, dass wir ihm glauben? Sollen wir raus? Gibt es hier ein gutes und ein schlechtes Ending? Ja. Ich glaube, du kannst dir zwei Endings bringen, ja, stimmt. Ja gut, dann werde ich zuerst versuchen, ein schlechtes Ending zu bekommen. Aber ich bin mir nicht sicher, also... Ja. Weil ich glaube, ich hätte Punkt und Punkt machen müssen, in Wahrheit. Ich kann das nicht mehr ertragen. Ich bin fertig mit diesem Spiel. Egal, ob da jetzt eine Bestrafung ist oder nicht, es ist völlig egal. Spiele brauchen ein Game Over. Sonst gäbe es keine Anspannung. Es ist grundsätzlich eine Bestrafung, aber für das Wohl eurer Generation koddelt. Also ich habe jetzt absichtlich das genommen, weil ich glaube, dass ich einfach nur hätte ruhig sein müssen, weil... Wahrscheinlich hat Monokuma diesen... Welche permanent verwendet wurden? Wahrscheinlich hat Monokuma diesen Makoto gefaked. Werde ich euch das Recht geben, euch es wieder zu versuchen. Ihr werdet keine Verzweiflung fühlen, bis ihr es wieder versucht habt. Und ihr werdet einfach aufgeben, also bitte wählt wiederholen. Wie auch immer. Wenn ihr von der Verzweiflung fliehen wollt, geht sicher, dass ihr nicht wiederholen wählt. Wird es jetzt hier enden, ohne die Zukunft, ohne die Wahrheit oder die Zukunft zu sehen? Was hat er jetzt gesagt? Okay, noch ein Save-Punkt. Was? Du Hund! Ich glaube, du hast verloren, deswegen. Das ist keine Alternative an der Stelle. Ah, okay, jetzt kommt das wieder.
Load. Das war's, glaube ich. Was? Oh nee. Ja, mach. Nee. Warte, haben wir ein bisschen Zeit zum Entscheiden? Hast du jetzt genauso Angst wie Sonja? Nein, das ist es nicht. Denk dir nicht, das ist ein bisschen seltsam. Seltsam, verstehst du es immer noch nicht? Normalerweise würden ultimative Verzweiflungen wie ihr Leute einfach nur verlassen werden. Aber ich sage euch, dass ich hier bin, um zu helfen. Ihr solltet dankbar dafür sein, dass die Future Foundation so offenkundig ist. Makoto, Makoto, was passiert mit dir? Hört einfach auf die Future Foundation. Die Future Foundation ist die Hoffnung der Welt, wisst ihr? Okay, spätestens jetzt. Ich wusste es. Genau wie ich dachte. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Ja, ist wahrscheinlich von Monokuma irgendwie eingeschleust. Warum so viel? E-Mail to Makoto. Ja, das garantiert. Ja, ja. Weil du bestimmt nicht der Echte bist. Nee. Wusste ich doch. No, that's wrong. Oh, und epische Musik. Wart mal. Willst du damit sagen, es ist lächerlich, die Future Foundation in Schutz zu nehmen? Dann wie willst du deine Aktion erklären? Abzulehnen. Also, eine Handlung. Ich habe sie gesehen, die E-Mail, die Future Foundation an dich geschickt hat. Makoto Naigi. Kennen wir schon. Ja, was freue ich mich schon auf den dritten Teil. Auf epische Musik und wieder neue Figuren und alles neu lernen. Das ist immer das Beste, wenn man Danganronpa anfängt. So viel um einen herum, was man alles erleben kann. In dieser E-Mail, Makoto Naegi hat die Future Foundation defied, sich gegen sie gestellt. Ja, ja. Widersetzte sich der Future Foundation, um die Überreste der Verzweiflung zu beschützen. Ja, dachte ich mir schon. Was, im klaren Gegensatz zu dieser Person steht, also, was im klaren Gegensatz zu dem steht, was diese Person hier zu sagen hat. Hä? Ist diese E-Mail wirklich richtig? Die Future Foundation hat versucht, uns zu töten? Wartet mal, wir kümmern uns später darum. Hey, Monokuma, diese Hinweise, die wir gefunden haben, sind alle real. Richtig? Und das ist nicht die einzige... Was habe ich gerade gesagt, heißt das? Gegenüberstellung? Widerspruch. Widerspruch. Was diese... Makoto-Person, genau. Was diese Makoto-Person... sagt, ist auch widersprüchlich. Was er... Also, was er uns bereits gesagt hat. Also, oder was er mir bereits gesagt hat. Das können wir auch schon. Zu mir. Diese Wörter
scheinen nur allzu real zu sein. Selbst wenn diese Person, die jetzt vor uns steht. Nee, also wenn. Sag mir, Nakoto Naegi, wer bist du? Wer ist er? Einfach gesagt, erstmal Nakoto Naegi. Der bekannte Fehler ist, dass er so ein Cutie Patootie ist. Patootie ist wahrscheinlich eine Tomate, also Potato. Aber es ist so ein Wortspiel, glaube ich. Wenn es eine süße Kartoffel ist. Ich frage nicht dich, ich frage... Du... dämlicher Idiot. Wenn du sagst, er ist nicht Makoto, dann zeig mir doch einen Beweis. Verdammt. Er versucht sich einzumischen, dann... Der Beweis, dass das hier nicht der echte Makoto ist. Ich muss es ihm ins Gesicht schlagen. Panic Talk Action. Okay. Ah, gegen Monokuma. Jetzt reiß ich dir so den Arsch auf. Ja, Punishment is waiting for you. Nix da. Hier, friss den, du Drecksbär. Was glaubst du, wie sehr ich darauf gewartet habe, dir das Fell über die Ohren zu ziehen? Oh oh. Wie lädt man nochmal nach? Wow, 4 auf einmal. So. Ja, ich geb's dir. So, jetzt muss ich nur gucken, wie ich die... Mach doch! Okay. Moment. Ey, mach doch. Ach, ich bin zu doof gerade zu buchstabieren. Ja. Er macht mich alle. Lee. Hä? Warum? Das O, die 2 müsste an der falschen Stelle sein. Ja. Moment, ich bin gerade zu blöd. Ich muss mir das aufschreiben. Nee, ich muss es andersrum schreiben. So. Leon. Umgedreht. Achso, die 7 ist. Okay, 1, 1, 0, 3, 7. Gut. Ja, hätte ich dir einfach die Zahl gemerkt, wäre es einfach gewesen. 1, 1, 0, 3, 7, okay. Ja, ich habe irgendwie umgekehrt gedacht. Ja, das habe ich gemerkt. Egal. Jetzt muss ich alles wieder kaputt machen, oh je. Egal. Ich zieh ihm trotzdem das Fell über die Ohren. Gib dir einen Beweis. Mach doch! Mach's kaputt! Ja,
kann nicht beide Tasten gleichzeitig drücken, das muss ich mir merken. Okay. Hast du deinen Leon Kuwata? Makoto Naegi, that's who you really are. Then tell me this. Makoto Naegi, wenn du das wirklich bist, dann sag mir das. Warum hast du das Passwort im Nezumi Castle 11037 gemacht? Was war das nochmal? Dummbatz. Du kannst das nicht beantworten? Das ist seltsam, warte. Wo hast du das rausgefunden? Nach wem kümmert's? Also, wie ist es jetzt? Kannst du es beantworten? Nein. Oh Mann, ich wurde enttarnt. Enttarnt? Dann bist du... Wie enttäuschend. Und ich dachte, ich wäre auf der richtigen Laufbahn. Ich glaube, ich weiß, wer es ist. Und ich könnte jetzt schon schreien. Habe ich recht? Junko? Er ist verschwunden? Hey, dieser Kerl ist verschwunden! Warum bist du überrascht? Es ist ein Computerprogramm. Es ist alles möglich, richtig? Oh, doch nicht. Dann ist das nur das Werk von Monokuma? Ich habe herausgefunden, dass ich euch verarsche. Es ist so peinlich, ich will mich selbst töten. Ja, danke. Ich wäre der Erste, der dir den Spitzhacke reicht. Was machst du da? Warum zeigst du uns ein falsches Mitglied der Future Foundation? Dieser Fake hat versucht, uns hinauszuführen in die reale Welt. Und das ist dein Plan? Ist es das, was deine Falle ist? Nein, ihr habt durch mich durchgesehen. Vielleicht bin ich ja unsichtbar. Eine Falle? Was für eine Art von Falle ist es? Hey, wenn du weißt, was gut für dich ist, dann beeil dich und spuck's aus, was hier vor sich geht. Ich werde dich nur halb tot prügeln, wenn du es uns jetzt sagst. Aber wenn du es nicht bald ausspuckst, dann werde ich dich umbringen. Ach, jetzt bring ihn doch einfach um, dann ist dieser Albtraum hier endlich vorbei. Gewalt ist nicht erlaubt. Es ist nicht so ein Spiel. Es ist viel klüger, ein viel klügeres Spiel, richtig? Was für ein Spiel? Dieses Spiel ist doch bereits vorbei. Dieses Spiel ist vorbei? Nein. Ich lasse euch noch nicht abschließen. Es ist unmöglich, dass ihr, dass wir das beenden können, wenn ich mich nicht mal verwandelt habe. Das Problem an der ganzen Sache ist, es kam nicht mal ein Zwischenhalt in diesem Prozess hier. Also sind wir wahrscheinlich nicht mal bei der Hälfte. Transformiert? Transformers? Oder muss ich vielleicht mich in Sailor Moon verwandeln? Blonde Haare hätte ich ja. Eine Verwandlung ist doch normal in einem Final Boss Kampf. Nicht wahr? Wisst ihr, wie in einem Rollenspiel. Ihr wisst schon, über was ich rede. Final... Level Gamer. Sag's nicht. Also dann, erlaubt es mir euch zu zeigen. Ich werde direkt die zweite und dritte Form überspringen und gehe direkt zu meiner finalen Form. Ist das eine Anspielung auf Freezer? Ja. Dachte ich mir. Du bluffst wohl besser nicht. Ich werde die Scheiße aus dir rausprügeln und all deine Watte aus dir rausholen. Bist du jetzt wieder Muskelkuma oder? Ja, der ist so fett, der ist so hässlich. Was?
Ich habe ein schlechtes Gefühl deswegen. So als wenn es im Innern meines Hirnes brennen würde. Sizzling. Sizzling. Kribbeln? Brutzeln. Brutzeln. Warte doch, bis ich es eingegeben habe. Ja, ich muss raten. Ein wirklich, wirklich schlechtes Gefühl. Geht sicher, dass ihr euch diese gigantische Verzweiflung einbringt, die ihr in eure Erinnerung jetzt sehen werdet. Ich werde sterben. Ja, bitte stirb. Du würdest mir so einen riesen Gefallen tun, das glaubst du gar nicht. Kazuichi. Ich sehe Riesenbrüste, super. Eine gigantische Frau. Mit widerlichen Haaren. Wieso sind denn die Haare widerlich? Die sind immer schön. Von hinten sahen sie aus wie Tentakel. Aber guck sie dir doch an. Ein Gesicht zum Reinschlagen. Was geschieht hier? Ja, ich weiß halt schon mehr. Ich habe auch noch nie so ein hässliches Handy gesehen. Am I hallucinating? Halluziniere ich etwa? I know anything goes here. But this? This is clearly not fucking okay. Ich weiß, hier kann alles passieren, aber das? Das ist wirklich fucking nicht okay. Ich verstehe. Also das ist eure Reaktion, nachdem ihr ein extra großes Hochschulmädchen seht. Das ist aber nicht ihre Stimme, ihre Originale. Glaube ich. Weil die hatte doch so eine Ho-ho-ho-ho-Stimme. Wechselt ihr nicht die Stimme, je nachdem, wie die Persönlichkeit sie gerade auffährt? Moment, sie hatte so eine Lehrerin, sie hatte so eine ganz traurige, sie hatte so eine hochnäsige. Was hatte sie sonst noch? Wie viele Persönlichkeiten hatte sie? Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber sie sind wirklich groß. Denkt ihr nicht, aber sind sie wirklich groß? Denkt ihr nicht, dass ihr einfach nur sehr klein seid? Sie ist gigantisch. Sie ist viel zu gigantisch. Aber der Final Boss von einem gewissen Kampfspiel ist viel größer. Okay. Ich dachte erst, sie meint Kingdom Hearts, aber... Weil in Chain of Memories... Da war, glaube ich, der letzte Boss Malusia, der hatte ja auch so eine Form, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß nicht, auf welches Spiel sie jetzt gerade anspielt. Ihr wisst schon, das Spiel, Knifarella. Hab ich noch nie gehört. Sie hat so eine hingesagt. Was ist das? Waren das ihre Brüste gerade? Ich verstehe. Eine erwartete Brustgröße von 15 Metern, hä? Meine Brüste sind einfach hoffnungslos groß. ja, du könntest gewinnen, wer Konkurrenz machen. Wollt ihr, dass ich euch dazwischen einquetschen? Oh. Große Brüste fühlt sich gut an, wisst ihr? Nemo Soma, der freut sich. Ich werde doch
ja, zerquetscht, ja, crushed, zermalmt. If this was a pandering fan service game full of pretty girls, there'd be a CG close up of my cleavage, but pandering. Okay, ich weiß jetzt nicht genau, was sie meinen. Wenn das ein anbiederndes Fanservice-Spiel wäre, wäre es voller hübscher Mädchen, die in einem CG-Close-Up voller von meinem Ausschnitt wären, aber... Was ist ein CG-Close-Up? Muss ich das wissen? Also ein Close-Up ist... Nahaufnahme und CG. Ja, das habe ich mir gedacht, aber CG sagt mir nichts. Meinen Sie Nahaufnahme von Ihren Brüsten oder? CG steht für. Warte, da muss ich kurz die genaue Sache in dem Kontext nachgucken. Ich weiß, in welche Form das benutzt wird, aber im Kontext gerade. Ich meine, ja, zu Junkos Verteidigung muss ich sagen, sie ist nicht hässlich. Und naja, wenn die so mit offenen Knöpfen und einfach nur rausguckenden BH, also da würde wahrscheinlich jeder geil auf sie werden. Also das will ich nicht abstreiten, aber ihre Persönlichkeit lässt meiner Meinung nach doch sehr zu wünschen übrig. Computergrafik, glaube ich, einfach nur. Achso. Kann es sein, dass ich den Satz, den ich gerade eben gesagt habe, 1:1 im ersten Teil schon mal gesagt habe? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, mir kommt es gerade so vor. Naja, jedenfalls würde ich hier einen kurzen Schnitt machen. Das war Danganronpa 2. Goodbye, Despair. Beim nächsten Mal unterhalten wir uns mit Junko. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch. Ciao.